Ja, hier kommen wir zum neuen Video von mir. Pünktlich sind meine AirPods Pro der zweiten Generation gekommen. Und ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Also so sieht der Karton aus. Hier ist auch die Prägung drauf. Und da sieht man das auch. AirPods Pro der zweiten Generation. Und dann werden wir das doch mal öffnen. Ich hoffe, dass sie doch ein bisschen besser sind als die ersten. Die ersten will ich natürlich nicht schlecht reden, weil ich habe die ja gerade, oder ich benutze sie auch gerade. Also bei den Aufnahmen. Hier ist das Case, aber da kommen wir gleich zu. Und hier ist das Kabel. Diesmal ist das USB-C auf Lightning. Und diesmal haben wir mehr. Wir haben diesmal 4 Paar Silikon. Das finde ich nicht schlecht. L, S und diesmal ist noch XS dabei. Vorher waren es ja bei der ersten Generation, waren es ja nur 3 Paar. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann ist aber ein Lightning-Kabel von USB-C auf Lightning. So, gucken wir hier mal ganz kurz rein. Und nein, hier gibt es keine Apple-Sticker. Das ist ja klar nur, was man immer hat. Wer noch keine AirPods hat, weder die Pro noch oder die erste, zweite oder dritte Generation. Hier sieht man denn, wie man das einrichten kann, was man machen kann. Und hier ist ja klar ein neuer Prozessor verbaut. So, hier kommen wir auch zum Case selber. Das ist AirPods Pro der ersten Generation und das ist die zweite Generation. Und da wird es schon äußerlich kleine Unterschiede geben. Packen wir das mal schön aus. So. Also von vorne sehen sie relativ gleich aus. Wir gucken uns was von hinten an. Ja, auch relativ gleich. Hier ist so eine kleine Wölbung. Hier ist es glatt. Jetzt haben wir aber schon das erste von der einen Seite. Das ist AirPod Pro die erste, das ist die AirPod 2 Pro die zweite Generation. Hier haben wir ein Mikrofon und ein Lämpchen oder sowas. Dann gucken wir auch die Seite, ja, die ist recht gleich. Und dann gucken wir von unten. Hier sind Mikrofone eingebaut. Das ist, damit man die schneller finden kann. So, dann öffnen wir das mal. Und jetzt sieht man ja schon das grüne Lämpchen. Und es blinkt es ja weiß, damit es denn konfiguriert werden kann. So ist es dann auch hier. Und dann würde ich sagen, dann richten wir das nochmal ein, gemeinsam. Lassen wir mal so stehen. Dann öffnen wir das mal. Und dann sieht man schon, dass hier das Fenster kommt, verbinden. Ich hoffe, ihr könnt das, ich reichte. So, verbunden. Und dann ist hier die Mediensteuerung, wird das ein bisschen dargestellt. Lautstärke anpassen. Das ist ja jetzt Touch. Und dann kann man das hier auch überspringen. Ja gut, dann sieht man das halt, dass die denn noch nicht ganz voll sind. Und dann kann man auch fertig machen. Das war's. Dann kann man dann klar auch in den Einstellungen gehen. Geht mal auf. Hier zieht man dann klar 2, damit man die zweite Generation. Und dann kann man das jetzt hier genauer einstellen. Geräuschunterdrückung anmachen. Gut, das geht dann klar. Wenn man das in den Ohren hat, dann kann man das ansetzen und anpassen. Ja, ich würde sagen, das soll es auch hier gewesen sein.
Da sieht man, wie man es mal kurz einrichtet. Es geht eigentlich, ist simpel. Und dann werde ich sie mal ausgiebig testen und werde ich darüber nochmal ein Video machen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Revedave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und denn ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Revedave. Ciao, ciao.